So, hallo und herzlich willkommen mal wieder endlich zu einem neuen Video von mir, wo ich sagen möchte, erstens mal tut es mir leid wegen der Auflösung. Ich kann es nicht besser machen, weil sonst ruckelt euch das Bild zu Tode. Es liegt einfach nur daran, dass da gerade irgendwie Diskrepanzen sind mit meiner CPU, dem Setup, den ich habe und ja, dem Programm. Das kann vielleicht daran liegen, dass ich eine komplett überlastete Steckdose habe und deswegen mein Rechner auch nicht mehr gescheit laufen, arbeiten tut. Aber dazu kommen wir irgendwann anders mal. Ich möchte, heute habe ich habe ja vor langer Zeit angekündigt, ich werde ein paar Programme vorstellen zum Arbeiten und sowas in der Art möchte ich machen, aber ich möchte über ein Programm herziehen, weil da werden Versprechungen gemacht, die nicht eingehalten werden. Nämlich kennt wahrscheinlich jeder, der über Bildbearbeitung oder kostenlose Bildbearbeitungsprogramme nach kostenlosen Bildbearbeitungsprogrammen gesucht hat, oder jemand, der mit sowas zu tun hat, der hat schon mal den Namen GIMP gehört. Und seit neuerer Zeit gibt es das Programm GIMP Shop, das auch speziell für Windows gedacht ist, weil GIMP nur für Linux gedacht war. Und dort werden Versprechungen gemacht, die, wow, GIMP soll jetzt auf einem Niveau von Photoshop sein. Und da möchte ich euch mal zeigen, warum? Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall, wir geben einfach in unserem Browser GIMP Shop ein und dann kommen wir schon auf die Seite oder müssen halt die Seite anklicken. Und dann bekommen wir hier Versprechungen. Professional Quality. Photoshop Features. Completely free. Dies, das, Ananas. Es soll ja sogar aussehen wie Photoshop CS6. Dann tun wir das natürlich downloaden, so wie es sein muss. Ich habe das Ganze hier schon gemacht. Ich habe es auch installiert, weil die Installation hat nicht mal richtig funktioniert. Und dann starten wir es mal. Und es passiert nichts. Der einzige Hinweis, dass irgendwas sein sollte, ist dieses Fenster. Ja, ich fühle mich gerade richtig verarscht, weil ihr seht, ich habe nicht GIMP gestartet, sondern hier steht groß GIMP Shop. Auch wenn es verschwommen ist, es steht da GIMP Shop. Und ich weiß nicht, sieht das da aus wie das hier? Oder bilde ich mir das jetzt ein, dass das irgendwie anders aussieht? Und Professional Quality, Open Source Free Software. Okay. Ja. Ich denke, viele haben mit. Ich will euch mal ein krasses Beispiel zeigen. Diese Seite ist von Copyright 2014. Das Programm soll also wohl auch von 2014 sein. Dann öffnen wir doch mal eine Software aus dem Jahr so um 2000 herum. Nämlich Photoshop CS2. Das gibt es gerade kostenlos bei Adobe. Man braucht nur ein Adobe-Konto und dann kann man sich alle Programme aus der zweiten Creative Cloud, Creative Suite downloaden. Und wir haben hier unsere, es ist super übersichtlich. Wir haben hier unsere Layers, also unsere Ebenen. Hier haben wir ein Protokoll. Hier haben wir unseren Farbregler und so für Farbe und was das hier, weiß ich nicht. Wir haben hier oben Pinsel, die können wir rausziehen, wenn wir möchten, und wieder da reinziehen. Wir haben Ebenenkomponenten. Kann ich mal reden und irgendwas anderes.
Und wenn wir hier oben, wir haben so viele Pinsel zur Auswahl. So fucking viele verschiedene Pinsel und wir können noch welche dazu downloaden, wenn wir wollen. Wir haben sogar Streuung, Struktur und dies, das, Ananas, was wir nicht alles haben. Und verschiedene Größen auch noch. Und dann haben wir können zum Beispiel irgendwas öffnen, sagen transparent, wie viel Bit das sein soll, 16-Bit, weil sowas war damals Standard. Dann können wir unseren Stylus nehmen und ein Smiley Face drauf malen. Mit einer Nase, mit einer komischen Frisur und das da ist ein Ohr und hier ist noch ein Ohr. Und der ist voll glücklich, weil er hat einen schönen Kopf und was weiß ich. Und wir könnten jetzt, wenn wir wollen, Filter hinzufügen und Rendering-Effekte und alles Mögliche. Und diese Software ist so um den Dreh 2000 entstanden. Dann downloaden wir uns ein Programm von 2014. Und das Einzige, was sich geändert hat in all den Jahren, ist tatsächlich dieser schwarze Hintergrund, der dazugekommen ist. Dieses Fenster war vorher bei GIMP nicht da. Und sonst ist nichts dazugekommen. Das Fenster habe ich vorhin irgendwie hier rausgezogen aus Versehen. Deswegen ist das hier auch. Und ich bekomme es ja nicht mal mehr rein. Also reinziehen geht ja nicht. Ach so, so geht das. Ja, Intelligenzbestie. Und es hat sich nichts an den Werkzeugen geändert. Es hat sich nichts an den Pinseln geändert. Es hat sich nichts hier dran geändert. Nein, das Einzige, was passiert ist, ist dieses nutzlose Fenster, wo wir sagen können, dass wir das Programm beenden möchten. Wenn ich da draufklicke, dann passiert nichts. Ernsthaft? Also, was, warum? Ich verstehe nicht. Was werden mir für Versprechungen gemacht? Vor allem die Pinsel. Was sind das für Pinsel? Von denen kannst du höchstens den bis den hier benutzen. Vielleicht auch noch den noch mit. Aber der und der Rest sind unnötig. Die sind einfach nur zum Spielen gedacht. Und die Werkzeuge, Professionalität wird mir versprochen. Und ich finde, ich werde gerade von hinten bis vorne beschissen. Also ernsthaft, wenn ich so eine Software anbieten würde, ich würde mich echt in Grund und Boden schämen, weil sowas kann man nicht anbieten als Software. Das ist schlimm. Vor allem ist es besonders nervig, weil ich jetzt zwei Fenster schließen muss. Und eins dieser Fenster lässt sich ja nicht mal schließen. Ich kann es ja nicht mal mit dem Task Manager richtig beenden. Los, geh weg. Ressourcenschonend sollte es sein. Ja, natürlich, ich will es ja auch Background Window. Mehr ist da nicht dazugekommen. Also verstehe ich nicht, warum wird mir das hier versprochen? Das alles? Und das da? Warum wird mir das versprochen? Und ich bekomme ein Programm, was seit Jahren auf dem Markt ist. Bloß jetzt unter einem anderen Namen, weil es ja anscheinend speziell für Windows gemacht wurde. Und seit wann andere Programme PSD-Dateien öffnen können, wusste ich jetzt auch nicht. Welche Datei habe ich gedownloadet? Welche Version? Es steht hier nicht. Anscheinend die neueste, weil ich benutze keinen Mac, wie man unschwer erkennen kann. Ich arbeite mit Windows. Ja, kann man das erkennen, dass ich mit Windows arbeite? Und ich benutze Windows und nicht Mac. Und da kann ich echt nicht verstehen, warum werde ich von hinten bis vorne zugeschissen mit irgendwelchen Lügen und bekomme ein Programm, das seit Jahren auf dem Markt ist? Keine Ahnung, ihr könnt es euch gerne downloaden hier unter gameshop.com.
könnt ihr euch das downloaden, das ist kostenlos, ihr könnt es euch installieren, euch mal drüber aufregen. Was ich machen werde, ich werde das Programm jetzt sofort von meiner Festplatte entfernen, weil. Nee, und dann werde ich einen Beschwerdebrief einreichen, weil warum lügt man uns an? Auf jeden Fall sollte das dann demnächst anfangen mit dem Videos von, dass ich hier zum Beispiel mit meinen Vorstellungsvideos. Dazu möchte ich auch noch sagen, dass ich jetzt nur noch auf DeviantArt aktiv sein werde. Link ist unten in der Beschreibung. Ich heiße The Gifted Boy. Kann man unschwer lesen. Doch, kann man schwer lesen. Ich weiß. Und da findet ihr dann ab sofort meine Arbeiten drauf. Und nur noch auf DeviantArt. Und nirgendwo anders, weil. Ich komme sonst nirgendwo zu. Also, ich mag das nicht, so auf 100 verschiedenen Webseiten herumzuspringen. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Nacht, was auch immer. Und viel Spaß noch. Schaltet auf jeden Fall. Schaltet ein, was? Schaut auf jeden Fall in den nächsten Tagen wieder vorbei. Ich werde nämlich noch ein Fotoshooting machen. Und dann gibt es wahrscheinlich wieder Speed Arts und Speed Paintings und so ein Zeug. Und ja, dann schreibt mir auch noch in die Kommentare, welches Programm ich doch als nächstes testen soll für euch und ein Review/Feedback darüber machen soll. Feedback machen. Okay. Ja, dann tschüss.